Wie ist der Rentenbescheid aufgebaut? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Zu uns kommen ganz, ganz viele Kunden in die Kanzlei und wollen ihren Rentenbescheid geprüft haben oder vielleicht auch eine Beratung haben und sie bringen ihre Rentenunterlagen mit, auch den Rentenbescheid. Und oftmals ist es so, dass unsere Kunden dann sagen, wir verstehen den Rentenbescheid nicht. Wir wissen auch noch nicht einmal, wie der richtig aufgebaut ist. Da ist doch gar keine klare Struktur zu erkennen. Und das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Und das ist unser Rentenbescheid. Und anhand dieses Rentenbescheides möchte ich Ihnen einfach mal ganz kurz die Struktur erklären, wie der überhaupt aufgebaut ist. Denn das ist an sich ganz einfach. Der Rentenbescheid besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Nämlich einmal den Kernrentenbescheid und den Anlagen zu dem Rentenbescheid. Und den Kernrentenbescheid, den erkennen Sie daran, dass der Rentenbescheid mit einer Überschrift beginnt, mit der Überschrift Rentenbescheid. Und der ist im Wesentlichen oder im Regelfall immer durchnummeriert. Und wenn ich jetzt hier mal noch weitere Blätter in unserem Rentenbescheid, dann sehen Sie hier oben immer unter dem Datum eine Seite 2 und auf der nächsten Seite dann die Seite 3. Und die Anlagen zum Rentenbescheid, habe ich hier auch mal eine mit dabei, dass Sie das mal sehen. Die haben oben unter dem Datum dann stehen Anlage und hier beginnt dann wieder die Seitenzahl Nummer 1. Das heißt also, wir haben hier wieder eine völlig neue Nummerierung. Und wenn Sie sich mal Ihren Rentenbescheid mal genauer anschauen, dann finden Sie das genauso. Und warum ist das so? Die Anlage zu dem Rentenbescheid, die dient zur Begründung dessen, was im Kernrentenbescheid eigentlich drinsteht. Man kann also diese ganze Sache hier nicht mit einem eigenständigen Widerspruchsrecht anfechten, sondern nur das, was vorne im Kernrentenbescheid, also hier auf der Seite 1, nur das, was hier drin steht, können Sie mit einem Widerspruchsrecht sozusagen anfechten. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.